Jörg Cézanne für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Zoll erhebt neben anderen Aufgaben im internationalen Warenverkehr nach Deutschland die Einfuhrabgaben. Er überwacht, ob Verbote und Beschränkungen einer Einfuhr entgegenstehen. 2017 wurden mehr als 220 Millionen Sendungen im Warenverkehr mit Staaten außerhalb der Europäischen Union abgewickelt. Und mit 130 Milliarden Euro nimmt er den größten Teil der Steuereinnahmen des Bundes ein. Ich finde das sonst irgendwie ein bisschen seltsam, wenn wir hier vorne stehen und uns bei Beschäftigten des Bundes bedanken. Aber ich finde, für diese stille, ruhige, solide Tätigkeit der Zollbeamtinnen und Zollbeamten schließe ich mich dem Dank meiner Vorrednerinnen und Vorredner an. Für Schlagzeilen hat die Zollverwaltung in den letzten Monaten aber dadurch gesorgt, weil die neu aufgebaute Einheit zur Bekämpfung von Geldwäsche und illegalen Geldgeschäften mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Verdachtsmeldungen von Banken, einschließlich Verdachtsmeldungen bezüglich Terrorfinanzierung, sind wochenlang und in sehr, sehr großer Zahl unbearbeitet liegen geblieben. Das verweist auf das größte Problem beim deutschen Zoll. Im vergangenen Jahr waren von 39.000 Planstellen 6.000 gar nicht besetzt. Es ist gut, dass der Bundesfinanzminister jetzt Stellen vor allen Dingen bei der Geldwäscheeinheit und bei der Mindestlohnkontrolle und bei der Schwarzarbeitsbekämpfung zielgerichtet setzen will. Aber mit diesen Besetzungen, mit diesen neuen Stellen, verbleiben wir immer noch beim Stopfen von in den vergangenen Jahren gerissenen Lücken. Lücken durch falsche politische Entscheidungen. Es freut mich, dass die FDP die Personalnot in der öffentlichen Verwaltung sieht und anerkennt. Aber es ist noch mal ein Hinweis, dass eine schwarze Null um jeden Preis, ein schlanker Staat, im Zweifelsfalle mehr Geld kostet, als man kurzfristig einsparen kann. Dabei führt der wachsende internationale Warenaustausch auch zu einer stetig wachsenden Zahl von Abfertigungsbewegungen beim Zoll. Am stärksten, wenn man mit Praktikern spricht, treten die Personalprobleme offensichtlich bei der Freigabe von Waren an den großen Einfuhrzentren, also den Seehäfen in Hamburg und Bremerhaven, und an den internationalen Flughäfen, allen voran natürlich der Frankfurter Flughafen. Die Dauer der Freigabe wird auch von den Beschäftigten selbst als zu lange angesehen. Meine Damen und Herren, der Abfertigungsprozess darf für die Beteiligten nicht zu einem Handelshemmnis werden. Das ist völlig klar. Die IT-Ausstattung des Zolls spielt dabei offensichtlich in der Tat eine zentrale Rolle. Die Vereinheitlichung der Zollverfahren in der Europäischen Union ist ja erfolgt, aber sie ist eben nur insoweit erfolgt, als die Abfertigungsregeln vereinheitlicht worden sind. Was noch nicht gelungen ist, auch das haben meine Vorredner ja zum Teil schon angesprochen, ist die Vereinheitlichung der Informationstechnik, über die das laufen kann. Der Zollkodex wurde 2016 eingeführt. Die einheitliche IT-Lösung ist für 2020 angestrebt und wir haben jetzt über den Bericht des Rechnungshofs der Europäischen Union war schon gesprochen worden. Die Hoffnung, dass bis 2025 das gelingt, das ist jetzt kein Ruhmesblatt, liegt, das will ich aber auch deutlich sagen, nicht in erster Linie am deutschen Zoll. Trotzdem sind Mängel in der IT-Ausstattung und Vernetzung auch bei den nicht nur auf der europäischen Behördenebene ein Problem. Fragt man Praktiker aus der Zollverwaltung, dann gibt es auch bei den deutschen Behörden zahlreiche Unzulänglichkeiten. So ist offensichtlich die Kommunikation zwischen den Zollpraktikern und dem IT-Technikzentrum Bund stark verbesserungsbedürftig. Häufig kommt es zu Verzögerungen bei Projekten. Bereits verabredete Rollout-Pläne müssen nicht selten verschoben werden. Alleine die Antragsverfahren für neue IT-Projekte benötigen nach Auskunft derer, die es wissen müssen, meist bis zu 2 Jahre Zeit für den Antrag, dass sowas dann erarbeitet wird. Insbesondere bei einer der beiden IT-Abteilungen, die der Zoll unterhält, die beim Zollkriminalamt in Köln, ist es offensichtlich nicht möglich, die Dienststellen zu besetzen, weil in Köln eben ein Gehalts- und Vergütungsniveau herrscht, das mit den Zolltarifen nur schwer zu befriedigen ist. Häufig werden dann hohe Summen für externe Dienstleister
Dienstleister ausgegeben. Deren Know-how verschwindet dann aber mit Abschluss des Projekts und geht dem Zoll verloren. Meine Damen und Herren, die FDP hat uns, jetzt werde ich ein bisschen polemisch, eine Liste einzelner Aspekte der Zollverarbeitung aufgeschrieben und dann immer dahinter vermerkt, muss alles einfacher werden. Kann man machen, ist eine verständliche Absichtserklärung, aber natürlich kein überzeugendes Konzept. Aber vielleicht fällt den Kolleginnen und Kollegen von der FDP ja bis zum Beginn der Ausschussberatung noch der ein oder andere konkrete und praktikable Vorschlag ein, über den sich dann zu reden lohnt. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Als Nächste spricht die Abgeordnete Katharina Dröge.